Moinsen Leute, Kerni hier und ja, heute ein weiteres Gameplay-Commentary. Und zwar ist das ein Team-Deathmatch auf der Map Downturn. Ja, Downturn ist ja nicht jeden Mensch sein Fall. Auch bei mir nicht so ganz. Also ich mag Downturn nicht wirklich, aber ja, ich habe halt nun mal dieses Gameplay auf Downturn erspielt. Was eigentlich ganz nett ist, zwischendurch zwar ein paar kleine Fails drin, aber das ist generell was mir sehr oft passiert. Also ich habe öfters... Ja, ich weiß nicht, mein Niveau in den Gameplays, also in einem einzelnen Gameplay sinkt sehr stark, ist mir aufgefallen. Also, meistens ist das so, dass ich zwar meine Killstreak ein-, zweimal erreiche, aber zwischen denen noch mal eine Phase habe, wo ich dann gerne mal zwei-, dreimal hintereinander sterbe. Auch wegen ungünstigen Spawnpoints etc. pp. Aber nun gut, denn ich möchte heute auf ein bisschen Kritik eingehen und diese Kritik beträgt die Videolänge von meinen Videos natürlich. Und da haben sich ein paar Leute beschwert, dass meine Gameplays nur 3 bis 4 Minuten lang sind. Oder vielleicht, wenn es mal hochkommt, wie bei diesem hier 5. Und ja, also ich bin nun mal Team Deathmatch-Spieler, ja. Das ist mein Hauptmodus. Der Modus macht mir am meisten Spaß. Und ich weiß nicht, ich bin einfach kein Freund von Domination etc. pp. Und ich sehe auch nicht ein, warum ich mich in meinen Videos sollte verstellen oder ja einfach Sachen hochladen, die mir nicht hundertprozentig gefallen, ja. Und ich sag mal so, ich habe mittlerweile in der Szene irgendwie diesen Ruf von einem, ja, Team Deathmatch, was weiß ich. Also die Leute sind ja ziemlich hohen Standard von meinen Gameplays gewöhnt und ja, ich lese auch immer öfters, auch mal bei anderen Channels, wo ich dann was hochlade, dass ja, ich eigentlich für meine Team Deathmatch Gameplay schon ein bisschen bekannt sein bin und ich finde das auch gar nicht schlimm. Und ja, ich will mich auf jeden Fall auf Team Deathmatch spezialisieren. Und das mit den Videolängen ist halt nun mal so. Wenn meine Gameplays so lang sind, dann ist auch mein Commentary so lang, ist ja logisch. Und ich sehe auch nicht irgendwie ein, warum ich da sollte 2 Gameplays hintereinander setzen, denn, ja, keine Ahnung, das bringt es ja auch nicht. Generell, wenn ich jetzt mal mich mit anderen Kommentatoren vergleiche, nicht fürs falsch verstehen, ich will gar nicht sagen, dass ich der Beste und Größte bin, nein, überhaupt nicht. Aber wenn ich mich vergleiche mit dem, was andere Kommentatoren in meiner Größe hochladen, dann lade ich sehr viel in der Woche hoch, ja. Und ja, auch wenn das jetzt verschiedene Videos sind, dennoch ist das genauso viel Arbeit wie... Und ich denke mal, mein Output ist ziemlich hoch im Moment. Ja, das könnte sich zwar jetzt mit der Schule ein bisschen ändern, aber denke ich mal, ist mein Output ziemlich hoch im Moment im Vergleich zu anderen Leuten. Und ja, also ich hoffe, ihr habt davon genug und ja, ich kann auch gar nicht länger wie 4-5 Minuten hochladen oder... Also bei Let's Plays ist das was anderes, denn die nehme ich am Computer auf, da habe ich eine viel bessere Rohdatei, die muss ich nicht so qualitativ hoch rendern. Die kann ich dann auch, da kann ich zum Beispiel 10 Minuten auf normal 500 MB rendern, aber so ein Modern Warfare 3 Gameplay, was von der Xbox aufgenommen ist, um da eine anständige Qualität reinzubringen, muss ich da die 3-4 Minuten auf 500 MB rendern. Und ja, das ist einfach daran, dass die Rohdatei von der HDPVR nicht so gut ist wie zum Beispiel jetzt eine Screenflow oder Fraps-Datei. Und ja, es ist halt für mich auch gar nicht möglich, 2 Gameplays aneinander zu ketten und diese so hochzuladen. Weil dann würde ich einfach mal 4-5 Stunden hochladen und ich lade so schon 2 Stunden hoch. Also das ist total krank. Ich habe in Luxemburg eine 24.000er Leitung, hört sich viel an, ist aber wenig. Denn ich habe zwar meine 24 MB down, das heißt ein maximal Download von 3 MB die Sekunde, aber habe nur 512 Kilobits per Second Upload, ja, Upstream. Das heißt, ich kann... Wenn es gut geht, mit ungefähr 100 Kilobyte die Sekunde hochladen. Das ist nichts bei einem Video, das 500 MB hoch groß ist, ja. Also das dauert so schon 2-2,5 Stunden. Und ja, dann noch jeden Tag ein Video raushauen, ja. Also ich denke, das ist mehr wie genug für mich. Und ja, ich kann einfach wegen meiner Leitung nicht viel mehr. So, schauen wir mal uns an, wie lang das Gameplay noch ist. Ja, das Gameplay ist noch 47 Sekunden. Ich wollte dann nochmal hier jetzt eine kleine Ankündigung machen und zwar betrifft das mein 5000 Abo Spezial. Und zwar wird es ein Commentary auf Luxemburgisch geben. Ja, viele Abonnenten von mir wissen ja, dass ich also in Luxemburg lebe und meine Hauptsprache ist natürlich auch Luxemburgisch, Deutsch und Französisch sind nur quasi ja, Nebensprachen für mich. Und ja, ich werde jetzt ein Commentary auf Luxemburgisch machen. Ich denke mal, die Deutschen sollten das eigentlich auch verstehen. Also. Der DualShock meinte letztens in der Konfi, er würde es verstehen ohne Probleme und ja, schauen wir mal. Das wird als 5000 Abo Spezial kommen. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Endscore 835, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Huh? Yeah.